glaube, dass der Grund des Fanatismus mit der eine Gesinnung, welche es auch sei, ob eine religiöse oder eine politische oder eine soziale, daher kommt, dass der Zweifel an ihr nicht mit ins Bewusstsein aufgenommen wird, sondern verdrängt wird. Das, was Sie Dialektik der Vernunft nennen würden, dass man also den Zweifel mit in die Sicherheit hineinnimmt. Der Zweifel gehört ja mit ins Bewusstsein aufgenommen. Denken Sie doch etwa an, also was mich immer beschäftigt hat, dass das Christentum doch wirklich die Nächstenliebe lehrt und dass eigentlich die Vorstellung des Christentums die ist, dass der Gläubige in die ewige Seligkeit aufgenommen wird, der wahrhaft Gläubige, sodass diejenigen, die nicht glauben, eigentlich bedauert werden müssten, sodass man sagen müsste, ach, die Armen, die haben die Einsicht nicht. Anstelle dessen ist doch fast immer das Gegenteil eingetreten. Die anderen sind anstatt bemitleidet gehasst worden. Ja, es ist ihnen Furchtbares geschehen. Das hängt mit diesem Problem des Fanatismus zusammen, von dem ich eben gesprochen habe, weil doch ein gewisser Zweifel da ist und weil die gehasst werden, dass sie das nicht glauben müssen, was man selber nicht ganz glaubt. Denn der Gläubige... Der Hass gegen andere, Andersdenkende, der dem verdrängten Zweifel entspringt. Und als Instrument, mit dem dieser Fanatismus geleitet wird, die von Hitler, aber nicht nur von Hitler, praktizierte hemmungslose Demagogie. Die Menschen müssten, unter die jungen Menschen schon, unterrichtet werden über die demagogischen Tricks. Dann würde in der Geschichte viel Unheil verhindert werden können. Herr Professor, darf ich dabei bleiben? Was sind demagogische Tricks? Also, das sind Arten des Sprechens, die noch nicht ganz erforscht sind, von denen aber einiges sich sagen lässt. Etwa die Masse der Superlative in einer Rede. Oder dass wir und die anderen, die in dieser Rede schlechthin die Guten und die Schlechten bedeuten. Oder das absolute Ziel, das absolut gut ist, von dem wir vorher gesprochen haben. Das völlige Ausschließen des Zweifels aus der Rede. Oder die Erklärung des Demagogen, ich bin ja wie ihr, ich bin einer von euch, auch wenn es gar nicht wahr ist. Oder der Gedanke, dass gegen uns eine Verschwörung im Gange ist. All das sind demagogische Tricks, insbesondere dann, wenn sie wiederholt werden. Und ich meine, es wäre eine unendlich wichtige Sache, im Unterricht in den Schulen und daher vorher schon im Unterricht an den Hochschulen und Universitäten, wo die Lehrer ausgebildet werden, diese Dinge zu analysieren und Forschungen einzuleiten, die damit zu tun haben, damit die Menschen gegen Demagogie weniger anfällig werden.